Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Abonnenten. Es geht bald los. Das Highlight in dieser Karriere steht an, und zwar der große Preis von Monaco. Aber das kommt erst am Montag. Heute beschäftigen wir uns erstmal wieder mit dem Training und Trainingszeit. Richtig, ich beantworte wieder eure Fragen. Und falls du wieder eine schöne Frage hast, die auch abseits der Formel 1 sein kann, dann zögere nicht länger und schreib deine Frage in die Kommentare. Ja, heute ein bisschen eine längere Trainingsfolge, weil auch ein paar Fragen dabei sind, wo man ein bisschen ausholen kann. Wir fangen wieder an mit 4 Fragen, beziehungsweise ich habe mir wieder 4 Fragen ausgesucht, so ist es eigentlich immer richtig formuliert. Schöne Fragen dabei, und ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal direkt an, ja. Von Magpa Value: Bist du schon einmal in ein Rennen in echt gefahren, also zum Beispiel Kart-Rennen? Ich finde das immer schön. Warum macht man immer so schön Kart? Ja, natürlich bin ich schon mal ein Kartrennen gefahren. Ist gar nicht so lange her. Vor einem Jahr war das so. Kommt drauf, es war eher so von einem Freund meiner Mutter und meiner Mutter halt. Die sind so ein Biker-Treff drin, und die haben halt ein Kartrennen veranstaltet, wo ich auch mitmachen durfte. Hab da überrascht. Einige habe ich echt überrascht, dass ich so gut Kart fahren kann. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir waren. 20? 25? Im Qualifying bin ich dann, glaube ich, als 6. gestartet und bin am Ende 4. geworden. Ich war sogar kurzzeitig mal auf dem Podium, auf Platz 3 am Anfang des Rennens. Ja, bin ich schon mal gefahren. Also bisher aber nur ein Rennen wirklich in echt. Und das hat aber richtig Bock gemacht. Ist brutal anstrengend gewesen. Also ich war eigentlich schon nach den 10 Minuten Qualifying so richtig platt. Ja, und dann nochmal ein schön 20 Minuten Rennen. Ja, das schlaucht ordentlich. Also ja, ist nicht gerade einfach. Und damit ist die Frage eigentlich auch schon beantwortet. Andere Rennen bin ich halt noch nicht gefahren. Rennen im öffentlichen Straßenverkehr mache ich persönlich nicht. Ja, falls man das jetzt auch noch denkt. Aber ab und zu mal das Auto oder dein privates Auto, um ein Slimmer zu bewegen, das macht mir auch Spaß. Aber dann wirklich nur auf der Autobahn und nicht irgendwo in der City, wo man das ja manchmal mitbekommt von irgendwelchen 18-, 19-, 20-Jährigen. Ich sage euch nur, lasst wirklich davon echt die Finger fort. Das ist nicht lustig. Das ist echt nicht lustig. Wenn ihr dabei erwischt werdet, dann gibt es ja mittlerweile sogar eine Freiheitsstrafe drauf. Also vorsichtig immer, was man privat machen kann und vor allen Dingen, was man machen muss. Nächste Frage ist von Darian Huttenlocher, ja. Ich habe eine Frage beim letzten Mal gestellt, die Antwort war Damon Hill. Ja, wo ihr das alle geschrieben habt, dann war es mir klar, natürlich. Nun seine Frage: Bist du zufrieden, wie sich deine Art in den Videos, beziehungsweise zum Beispiel dein Kommentarstil und dein Kanal an sich die letzten Jahre entwickelt hat? Und was wünschst du dir für die Zukunft, für diesen Kanal und deine Person auf YouTube? Was wünsche ich mir für die Zukunft, für diesen Kanal? Man muss eher sagen, was passiert mit YouTube in der Zukunft? Also, ich finde teilweise, was teilweise immer mehr und mehr auch YouTube betrifft, ist immer dieser Scheiß-Content auf gut Deutsch. Also, wenn ich in die Trends gucke, dann wird man teilweise echt schlecht. Echt schlecht, ja. Das geht teilweise echt gar nicht mehr. Wie zum Beispiel jetzt hier letztens der Skandal mit dem japanischen Wald, da wurden YouTuber da Leichen gefilmt hat. Also, ja, also ich sag mal so, das finde ich viel, viel schlimmer momentan an YouTube, wenn ich sowas sehen muss, was echterweise für ein Content da kommt. Also, ich bin da absolut kein Freund von. Für diesen Kanal wird sich eigentlich nicht viel ändern. Und meine Person auf YouTube wird sich ja auch nicht viel ändern, das weiß ich jetzt schon. Deswegen wünsche ich mir doch eigentlich gar nichts, weil YouTube ist für mich einfach nur Hobby. Ich will damit auf keinen Fall, und zwar wirklich auf keinen Fall, mein Geld verdienen, weil du einfach nicht weißt, was ist in 20 Jahren mit YouTube, was ist in 20 Jahren mit Twitter, was ist mit 20 Jahren mit Facebook. Und ganz ehrlich, Facebook hatte schon sein Hoch, ja, eigentlich gehabt mittlerweile, und das geht auch immer mehr und mehr den Bach runter. Und Twitter wird das auch irgendwann erfahren. Ich weiß noch, vor circa, wie viele Jahren war das? 10 Jahren? Da war SMS in Kommen. Und heutzutage ist WhatsApp in Kommen. Und was ist in 10 Jahren? Ja, hängen wir dann alle noch an unserem Smartphone und schreiben per WhatsApp? Ich bezweifle das ganz stark, ja. Deswegen, also 10 Jahre ist eine lange Zeit. Wenn man sich auch mal die Zeit mal anguckt auf YouTube, 10 Jahre. YouTube existiert seit 2006, also das Sprechen fällt mir heute auch schwer.
sind gerade mal 12 Jahre. Und wenn wir jetzt einfach mal, oder wenn wir einfach mal sind, wo wir jetzt einfach schon, oder wo YouTube momentan steht, mit deren Probleme, mal gucken, wie das dann in 2030 aussieht. Deswegen bin ich momentan mit der Art der Videos zufrieden. Am Kommentarstil wird sich auch nicht mehr viel ändern. Und die Entwicklung dieses Kanals ist eigentlich, dass es so bleibt. Es bleibt konstant. Und damit bin ich auch zufrieden. Klar, diese Hochs, gerade bei den Formel 1 News bezüglich F1 2017 spürt man. Aber da hat man gespürt. Und das werde ich auch wieder 2018 spüren. Aber groß hier was verändern will ich nicht. Da kam ja auch vom lieben Carbon Fighter 96 mal in der Kritik, dass ich meine Videos zum Beispiel kürzen sollte. Also die 100% Rennen plus Qualifying plus Training in ein knackiges Video packen sollte, damit ich zum Beispiel mehr Aufrufe generiere. Das ist, damit vergraule ich hier die ganzen Scam-Zuschauer, die genau wegen dieser Einzigartigkeit von diesem 100% Uncut vergraue ich mir dadurch, nur um irgendwie 100 Aufrufe vielleicht mehr zu bekommen, weil dieses Zusammenpacken von Rennen, Qualifying und Training in der 20-Minuten-Folge macht jeder. Also wenn ich zum Beispiel da wirklich nur drauf gucken müsste, was die Zuschauer gucken von dem Rennen, dann kann ich euch ganz ehrlicherweise sagen, da kann ich mir die ganze Bulber nur übersparen, denn die meisten gucken sich den Rennstart an, die ersten 3-4 Kurven, und schau nach, wo der am Ende gelandet ist, und das war's. Also wenn man es knallhart mal betrachten müsste, ja, da müsste man wirklich aus dem 100%-Video müsste man quasi ein 5-Minuten-Video machen, was in der Theorie dann auch schon so zu kurz ist, um mal die Kritik mal aufzufangen. Und nein, das werde ich nicht machen. Das ist mir damals auch aufgefallen, wo ich ja 50%-Rennen erst machen wollte, dass das absolut nicht mein Stil ist. Es wird hier die 100% einfach bleiben in der Karriere. Das Nonplusultra Uncut, und wer sich das nicht antun möchte, da sage ich auch jedes Mal, der kann gehen. Und weil das ist halt das Positive daran, ich kann das so locker flockig einfach mal sagen, wem es nicht passt, der kann gerne gehen, weil ich davon nicht abhängig bin. Und wenn ich davon abhängig sein wäre, wäre es um einiges schlimmer. Ja, Existenzbedrohung etc., das brauche ich nicht. Ja, das ist das Schöne daran. Deswegen, eigentlich bin ich bitte zufrieden mit der Art von Videos, sonst würde ich es auch zweitens auch nicht mehr machen und auch nicht mehr veröffentlichen. Ja, das zum einen. Also wenn ich zum Beispiel merke, dieses Trainingsvideo hier, ja, würde mir nicht gefallen, dann würde ich es auch gar nicht hochladen. Also wenn ich irgendwann merke, da sind dann zu viele Versprecher drin, dann würde ich das Ganze irgendwann nochmal neu machen, wenn man die Zeit dafür hätte. Ja, das kommt dann auch noch hinzu. Und YouTube bleibt Hobby, YouTube wird Hobby bleiben, und das soll auch so bleiben. Und auf irgendwelche Hypes, gerade was YouTube betrifft, da springe ich schon lange nicht mehr drauf. Ja. Weil ich habe eine komische Art. Oder ich bin noch nie wirklich auf einen großen Zug drauf gesprungen. Und ich glaube, da passt dann die nächste Frage auch noch sehr, sehr gut zu. Und zwar vom lieben Tor, Tor, Tor. Und zwar folgendermaßen. Und das ist wirklich meine Abseitsfrage. Abseits von der Formel 1. Seit wann guckst du das? Welche Spieler magst du am meisten? Deine Meinung zur WM würde mich auch interessieren. Ja, die Frage kam wahrscheinlich auch, weil ich einen Ausschnitt aus dem WM-Finale hochgeladen habe, und zwar vom Phil Taylor, wo er fast noch einen neuen Dart in seinem letzten Match gespielt hätte. Das hat, glaube ich, die meisten überrascht, dass ich das gucke. Und jetzt ist natürlich eine gute Frage, seit wann gucke ich Darts? Das weiß ich sogar noch genau, beziehungsweise ich bin so ein bisschen noch mit Darts aufgewachsen. Weil wir schon eine Dartscheibe hatten, da war ich 8-9 Jahre alt und die hing im Wohnzimmer. Also ich hatte irgendwo immer schon einen kleinen Draht zu Darts. Mehr als ein Kneipensport kann man es ja schon sagen. Und es ist in meinen Augen auch mehr als ein Kneipensport. Ich habe es mal eine Zeit lang gespielt. Das ist auch verschulden von Phil Taylor. Also ich bin schon so ein bisschen Phil Taylor-Fan geworden. Deswegen fand ich das letzte Match auch so traurig. Ja, und diese Abschiedsskala war auch traurig. Da kamen mir auch die Tränen, muss ich sagen. Seit wann ich das jetzt schaue? Ich schaue das, da war ich in der 9. Klasse. Das weiß ich noch, 9. Klasse. 9. Klasse hat das extrem angefangen. 9. Klasse. In der 9. Klasse ist man in der Regel 6 plus 9 ist man in der Regel 15.
Jetzt bin ich 26, das bedeutet vor 11 Jahren. Dann kannst du es dir ausrechnen. Das war dann in dem Jahr 2007. Und ich glaube, 2007 war auch das Grande Finale zwischen Phil Taylor und Raymond von Barneveld, was, glaube ich, Phil Taylor im Sudden Death 7-6 gewonnen hat. Ab da bin ich wirklich eingestiegen, denn die zwei Namen im Dartsport sagen mir persönlich am meisten. Mir sagt auch ein Alvin Lewis was. Ja, der ist auch zweimaliger Meister, aber zum Beispiel so ein Van Gerven sagte mir jetzt gar nichts bei der WM. Ja, und von Cross hat man ja sowieso vorher noch nie was gehört. Ich mag eigentlich Raymond von Barneveld und Phil Taylor, weil die mit den beiden habe ich das quasi auch die ganze Zeit so ein bisschen miterlebt. Deswegen war das auch so ein bisschen das Traumfinale für mich gewesen in dieser letzten WM von Phil Taylor. Ja, ist schon ein bisschen länger her. Ich habe auch noch Darts gespielt, deswegen weiß ich auch, wie schwer das einfach ist. Also, wenn ich da stehen würde, ich würde da nicht mein Average, also einen Durchschnitt von 30 Punkten oder 40 Punkten werfen. Ja, und ich würde auch nicht die Doppel treffen. Also, viele sagen auch, das ist kein Sport, das ist ein brutal schwerer mentaler Sport. Das ist viel Köpfchensache, die damit gar nichts anfangen können. Die sollen sich mal eine Dartscheibe holen, paar Pfeile holen, das kann jeder wirklich spielen. Ja, gut, da musst du halt auch einen Raum haben, wo du das wirklich spielen kannst. Die Abmessung kannst du dir im Internet irgendwo runterladen und dann einfach mal schauen, ob man auch das so einfach hinbekommt. Nein, das bekommst du bei weitem nicht so hin wie die. Und das ist auch etwas, wo ich sage, Hut ab, Respekt. Da musst du auch erstmal 16 bis 17 Mal WM-Titel einfahren. Das ist einfach, ja, eine super, super Leistung, die kein anderer bisher geschafft hat. Und vor allem dieser mentale Druck zu wissen, du hast quasi nur einen Fall noch. Und mit diesem einen Fall musst du genau dieses eine Feld treffen. Ja, was 8 Millimeter breit sind die Felder nur. Das ist brutal. Das ist brutal. Das ist ein Druck. Das ist Köpfchensache irgendwo. Natürlich auch, ist eigentlich nur ein Kopfspiel. Aber wenn die da teilweise wirklich ihre 7-8 Stunden am Tag trainieren. Ich habe das auch mal versucht, so lange am Stück. Mir tat nach 2 Stunden schon eine halbe Arm weh. Keine Ahnung, was ich da falsch gemacht habe. Aber ja, ich schaue auch nicht nur Dart. Es kommen auch ein paar andere Sportarten, wie zum Beispiel die Verschanzentournee, die leider vorbei ist, weil der Freitag gestürzt ist. Biathlon gucke ich halt noch. Dann gucke ich, ich habe auch teilweise sogar noch Curling geguckt als Wintersportart. Dann Snooker habe ich geguckt, falls ihr das auch noch gerne wissen wollt. Snooker. Bis aber auch schon echt 11-12 Jahre her. Poker habe ich auch noch früher gern geguckt. Also früher habe ich deutlich mehr geguckt, als das heutzutage der Fall ist. Vor allem die Zeit auch, oder mir fehlt so einfach die Zeit, ja, neben YouTube das Ganze zu machen. Also, ja, an genügend Hobbys mangelt es mir persönlich nicht, ja. Meine Meinung noch zur WM würde mich interessieren. Es war eine interessante WM von Darts, weil viele Favoriten schon in den ersten Runden ausgeschieden sind. Und das ist auch etwas, was du im Dartsport halt hast. Du musst diese Leistung täglich abrufen können. Du musst dein Niveau immer auf dem Top-Niveau halten. Und das schaffen nur die Weltbesten. Ja, immer das gleiche hohe Niveau zu spielen auf dieser schönen Bühne. Es ist auch ein Sport, wo viel Fairness ist. Ich habe gesehen, da gab es ein Dartspieler dort, war der 62-63, spielt fast den 9 Darter, also 9 Darter ist das perfekte Spiel, und die Menge tobt da wahrlich aus dafür, ja, und der Kontrahent da, der gibt dann quasi so einen Handschlag, weil der selber nicht glauben konnte, dass das nicht funktioniert hat. Also, ja, Fair Play wird da extrem groß geschrieben, meiner Meinung nach. Auch der Cross hat da quasi die Bühne erstmal den Taylor überlassen für seinen Abschied, bevor er sich dann überhaupt über den Titel gefreut hat. Also Respekt wird da, glaube ich, sehr groß geschrieben. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Fans sehr, sehr spüren. Und das ist auch etwas, was ich so sehr liebe am Darts, ja. Da wird gratuliert, da wird nicht fertig gemacht. Ob es auch teilweise nur von den Fans mit Buh rufen. Ich glaube, das gehört denen sehr, sehr wenig. Weil die diesen mentalen Druck sowieso schon spüren. Und wenn dann die Fans dann Buh rufen, naja, ich finde es dann halt nie so wirklich toll, wenn sie das wirklich machen. Aber ja, die meisten können das verstehen, warum man Dart schaut. Ich glaube, viele können es nicht verstehen, was ich auch verstehen kann. Aber
Für mich ist es ein extrem geiler Sport. Letzte Frage, sonst komme ich da gar nicht mehr zu, von Geronimo. Kurz und knackig, wie lange denkst du, wird das Halo überleben? Kurz und knapp, das Halo wird jetzt überleben, bis ein Ersatz da ist. Also die FIA wird sich da nicht reinreden lassen mehr bezüglich. Das bleibt. Ich gebe die Hoffnung eigentlich schon auf, dass wir das verabschieden können in diesem Jahr. Man wünscht sich so ein bisschen wieder das Qualifying-Format, was man dann 2016 geändert hat, dass das ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwindet. Wir Fans wünschen uns das natürlich, aber da müssen die Zuschauerzahlen so dermaßen zurückgehen, dass die Fernsehsender was machen können dagegen. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Vielleicht war auch das ein Grund für RTL Sky zu überlegen oder in die Verhandlungen zu gehen, um nur einen gewissen Betrag X zu zahlen. Dass einfach die Vertragsverlängerung deswegen auch gedauert hat und wir lange Zeit warten mussten, dass da eine Entscheidung getroffen ist, ob wir die Formel 1 im Free TV noch übertragen sehen können oder nicht. Und wenn ja, es wird es überleben, wird danach wieder das offene Cockpit wieder herrschen? Nein, das wird einfach nicht mehr herrschen. Es wird höchstens andere Schutzmaßnahmen geben, vorausgesetzt die anderen Schutzmaßnahmen entwickelt haben, wie zum Beispiel Schild von Red Bull. Ob dann wirklich da noch, ob das weiterentwickelt wird oder nicht. Wenn das nicht mal weiterentwickelt wird, dann wird Halo, ja, in dieser Form, wie wir sie jetzt sehen, weiterhin erleben. Aber auch da geht die Entwicklung weiter mit dem Halo-System. Mal schauen, ob da irgendwie mal was Besseres bei rumkommt. Das waren die vier Fragen für heute. Freut euch auf den großen Preis hier von Monaco. Es ist immer für euch ein Highlight. Ich habe vor, die Schmach aus dem letzten Jahr besser oder wegzumachen und deswegen würde ich einfach mal sagen, freut mich, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns doch die Qualifying-Ziele für das Qualifying an, logisch. Und ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was ihr zu tun hat und tschüss.